Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Moin und willkommen zu von der EVA 2023 hier am Stand von RWS. Aber nicht mit einem Produktmanager, denn ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mal ein bisschen weg von der Theorie, mehr hin zur Praxis. Und Frederik steht mir jetzt hier Rede und Antwort, beziehungsweise wahrscheinlich wird es wahrscheinlich wieder so ein Fachgespräch, wo wir uns kopfüber in der Passion der Jagd verlieren. Aber wahrscheinlich, ja. Ich wollte gerade sagen, lass uns einfach anfangen. Sehr gerne, sehr gerne. Stell dich einmal kurz selber vor. Ich würde mal sagen, jeder, der das hier guckt, kennt dich wahrscheinlich, aber vielleicht auch noch nicht. Also insofern. Genau, sehr gut. Vielen Dank für die Worte. Mein Name ist Frederik Norheimer. Ich bin für RWS zum Beispiel für eine Diffenhand das Werbegesicht gewesen, bin aber auch aktiver Jäger, schieß seit 12 Jahren aus dem Hause RWS Patronen, verschiedene Patronen. Ja. Ich finde es auch gut, dass wir, sag ich mal, sowas jetzt machen, weil was bringt, wenn ein Produktmanager sagt, das ist die beste Patrone? Nein, es muss aus der Praxis kommen. Genau. Also das ist wie überall, man hat die Erfahrung draußen, in der Natur, bei der Jagdausübung. Wir reden hier über eine Jagdpatrone, nicht über eine Scheibenpatrone. Genau. Und wir haben dort so viele individuelle Sachen, die in dem ganzen Prozedere einspielen. Ja. Und das geht nur über Erfahrung und über die Länge der Zeit. Genau. Und deshalb, ich finde es cool, dass wir einfach diesen Talk mal haben, weil ich denke, wir können der Community, wir können Leuten sagen, hey, ich habe folgende Erfahrung. Es ist meines Erachtens kein Werbevideo, kauf das, also muss das ist die beste Patrone, nein. Genau. Ich sage, wenn jemand zufrieden ist mit seiner Patrone, das ist wie mit dem Auto, wechselt man sowieso nicht. Ja. Und, aber ich sage, ich kann meine Erfahrung zu dieser Patrone gerne mitteilen, und weil ich schieße sie jetzt seit 3 Jahren aktiv, aber dazu können wir gleich ein bisschen mehr eingehen. Ich tatsächlich ja schon sogar noch ein bisschen länger. Und ich glaube, das ist auch einfach mal das Wichtige, dass man eine Patrone eben wirklich von der Praxisseite her sich anschaut. 100%. Die Gelblockbeschüsse, die man so in den Videos kennt, die sind toll, die faszinieren mich auch immer. Aber man kann halt immer sehr schwer die echte Wildwirkung und Ähnliches beschreiben in solchen Videos. Das kann man nur, wenn man selbst erlebt hat, selbst dann auch das Wild versorgt hat, was man geschossen hat. Richtig. Und einfach die gesamte Erfahrung durch das ganze Jagdjahr einfach mitgenommen hat. Bin ich auf deiner Seite. Also ich sage, wir müssen uns den kompletten Circle anschauen, sage ich immer. Also sprich, wie ist die Präzision? Und für mich als, auch sag ich mal, ich generiere eines der besten Lebensmittel. Ja. Ich möchte es vermarkten. Wie sieht es danach aus? Ja, genau. Und das ist für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Ja, die Patrone ist gut. Und natürlich, wie ist denn die Stoppwirkung? So ist es. Genau, und da können wir, glaube ich, beide von sagen, das ist es. Ja? Genau so einfach ist es, genau. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal so ein bisschen durchs Jagdjahr gehen. Im Sinne von, das Jagdjahr geht zumindest auf Schalenwild mit Rehwild auf. Richtig. Ich habe tatsächlich damals mit der 6.5 Creedmoor auch angefangen, auf Rehwild zu jagen. Kleines Side-Note, jetzt darf ich es ja erzählen. Damals war die Patrone noch gar nicht offiziell auf dem Markt. Da konnte ich damit schon jagen gehen. Sozusagen ganz brandheiß bei der Produktentwicklung. Sehr cool. Nicht bei der Evo Green, aber bei der sozusagen Anpassung dieser Patrone für die 6.5 Creedmoor Kalibergruppe. Und ich habe für mich persönlich durch die Bank weg sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wirklich, egal ob es wirklich der junge Jährling ist, bis zum reifen Bock dann später im August. Es hat für mich in jeder Hinsicht funktioniert. Mhm. Und auch von der Wildbrettschonung hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Bis hin dann aber auch zur sofortigen Stoppwirkung. Sprich, ich hab meistens meinen Hund holen müssen, weil ich das Reh draußen in der hohen Wiese beschossen habe, dann ging es sofort nieder. Richtig. Und dann stehst du da und guckst ins grüne Gras und ich habe dann irgendwann meinen Hund geholt, weil immer dieses Rumgeeier durchs Gras. Aber das ist tatsächlich die einzige Verbindung, die ich mit Hund und dem Geschoss auf Rehwild habe. Bei mir ist es ebenso, also man kann ja offen und ehrlich darüber sprechen. Ich habe davor ein anderes Kaliber, also ein anderes Kaliber, ein anderes Patronenbild geschossen. Ja. Ich habe davor mit der Hit gejagt. Auch eine gute Patrone. Für mich einfach, mir hat so ein bisschen mehr Energie beim Rotwild gefehlt. Ja. Ist meine Erfahrung. Ich wusste, die Evo Green ist genau dafür. Gute Energieabgabe mit diesem Wow-Effekt. Ja. Sage, alles klar, gut. Ich habe mir damals dann auch, sag ich mal, die normale Short, also die normale geholt und die Short Rifle, weil ich einfach sage, Short Rifle, wie der Name schon sagt, kurze Läufe. Genau. Brauche ich nicht im Standardlauf, also mit einem normalen Lauf zu schießen. Ja, genau. Und ich will ja nichts verlieren. Ich möchte ja die Energieabgabe einfach vorhanden haben. So ist es. Und er sagt dann einfach, im Langlauf habe ich dann die normale geschossen. Wir machen ja gar keine Kaliberdiskussion, ob 308 oder 306. Das waren meine Kaliber aber. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in beiden die gleichen Erfahrungen. Ja. Wir haben einfach diesen
Boom-Um-Effekt, definitiv. Genau. Ich habe oftmals in der Community gehört, ja, wie kannst du einen Teilzerleger auf der Drückjacht schießen? Null Problem. Also würde ich genauso bestätigen. Sofort unterschreiben. Und ich sage auch, die Fahnen, die abgegeben werden, du wirst mir wahrscheinlich Flash geben, sind in Handnähe des Einschusses und gehen nicht raus. So irgendwie. Ist es. Oftmals heißt ja, die Hunde auf der Drückjacht, okay, ich werde eh keinen Schuss abgeben, wenn ein Hund irgendwie ansatzweise nur in der Nähe ist. Da ist mir alles egal, wenn es der Lebenshirsch ist, der Lebenskeile, Wurst, Hund ist einfach safety first. So ist es. Und wie gesagt, ich bin mit der Patronus super zufrieden. Ich schieße jetzt seit 2,5 Jahren, wie gesagt, einmal normal, einmal in Short Rifle, in zwei verschiedenen Langwaffen und muss sagen, egal ob auf Rotwild, auf dem schussharten Muffel, wir haben diese Augenblickswirkung, wir haben eine super Wildbrettverwertung im Endprodukt. Genau. Und es sieht vielleicht für den einen oder anderen sieht es aus, oh, ein riesen Blutschwamm. Den haben wir ja auch. Um Gottes Willen, das ist kein Geheimnis. Wir haben einen Blutschwamm. Was macht man mit dem Blutschwamm? Den kratzt man ab und dann hast du unten drunter den besten Ausschuss, den man je gesehen hat. Also meine so ist Rede. Meine Meinung. Meine Rede genauso. Und vor allen Dingen, ich finde auch, das kommt erst mit der Praxis, wenn du auch das Wild selber dann zerwirkst und selber verwertest. Du merkst nämlich ganz schnell, sieht erstmal schlimm aus. Und das ist das, was du dann am Streckenplatz als Beispiel siehst. Genau. Du siehst den Blutschwamm unter den Blättern und denkst dir, oh Gott, aber wenn du dann wirklich anfängst, das Wild zu zerwirken, du ziehst es mit dem Messer ab. Du hast ohnehin das Bindegewebe, was du rausbringen musst. So und darunter aus. Hast du schieres Fleisch und es hat alles gut funktioniert. Und das eben mit einer hervorragenden Stoppwirkung. Also ich schließe mich dir da vollkommen an. Und wie gesagt, also wenn mich jemand fragen würde, für was ist die Patrone geeignet? Allrounder. Würde ich auch sofort. So sehen. Allrounder, würde ich auch egal so ob auf die nahe Distanz oder auf die weite Distanz. Also ich bin mir fast sicher, sie wird mich dieses Jahr auch auf die ein oder andere Yachtreise begleiten. Weil ich sage, egal ob weit, auch was Schusshartes oder nicht, ich weiß, auf die Patrone ist Verlass. Ja. Zu 100%. Sehe ich ganz genauso. Und dann würde sagen, an dieser Stelle kann man schon fast gar nichts mehr hinzufügen. Allrounder, gerade auch für unsere deutschen Standardkaliber, ideal von der 6.5 Speedmore dann bis zu den klassischen alten, älteren Kalibern. Also ich würde sagen, der ideale Allrounder mit der Evo Green. Genau. Mit dem kleinen Zusatz. Short Rifle für die extrem kurzen Läufe. Richtig. Oder halt mit dem Schuss mit dem Schalldämpfer. Genau. Super. Super. Freddy, ich danke dir ganz herzlich für deine Erfahrung, aber war ja im Grunde schon fast ein Selbstläufer. Richtig. Beide begeistert von der Passion der Jagd, beide aber auch begeistert von der Munition, weil wir beide in der Praxis gelernt haben, es funktioniert. Genau, richtig. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und immer wieder gerne. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ich danke auch. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.